Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, es geht weiter mit der Zechenmap. Ich starte wie immer den Map Composer, meinen Arbeitsspeicher ein. Wie gehe ich weiter vor? Also, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe die Zechensymbole hinzugefügt, Stollensymbole und es kommt als nächstes die Haldensymbole. Und da wird es natürlich jetzt ganz schwierig. Ich brauche erstmal das Icon für die Halden. So, hier wäre das Icon. Ich benenne das mal eben um in WM, wenn das ein bisschen einheitlich ist. Ich glaube WM, Bergwerk, ja, Halde. Schauen wir auch klein. Machen wir es einheitlich falsch. Bergwerk, was habe ich denn da geschrieben? Okay, hier habe ich einen kleinen Rechtschreibfehler, sehe ich gerade. Ja, nehmen wir mal nicht so genau. Natürlich mit K. Ich schreibe es natürlich richtig. Okay. Gut, wie gehe ich jetzt vor? Ein Symbol habe ich. Und jetzt brauche ich... Das muss ich mal nachschauen, wie ist so eine Halde überhaupt getaggt. Ich rufe mal wieder auf OSM. Ich nehme mal wieder die Wanderreitkarte. Wanderreitkarte, OSM-Karte würde auch gehen. Ich suche mir mal... Ich suche mir mal eine beliebige Halde hier. Hier zum Beispiel die Schurenbach-Halde. Die auf Karte bearbeiten und schauen uns mal das Tagging an. So, das Tagging besagt, man hat meistens eigentlich immer eine Höhe. Eigentlich fast alle Halden sind auch mit Höhenangaben. Also ein Ele, Name ist auch bei 99% der Halden vergeben, Schurenbach-Halde und ein Peak. So, das heißt, da gibt es natürlich einen kleinen Konflikt, weil Berge sind genauso getaggt. Also es gibt keinen Unterschied zwischen Berggipfel und Haldengipfel, sondern nenne ich es einfach mal. Ja, deswegen bleibt uns nur eins übrig, jede Halde einzeln zu taggen. So, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das ist sehr aufwendig, aber die Mühe habe ich mir jetzt schon gemacht. Ich gehe in die Ersetzungen rein und... Genau, ich werde jetzt einen neuen Eintrag kreieren. Und zwar, ich nenne das einfach mal Halde 1. Die Bedingung ist, die Bedingung wäre jetzt Name gleich, ich nehme jetzt irgendeine Halde. Halde Hoppenbruch. Hoppenbruch. Anlegen. Bedingung 2 wäre Natural gleich Peak. Anlegen. Und wenn das erfüllt ist, dann Tag austauschen, natural gleich Halde. So, ich will aber auch, dass der Name mit angezeigt wird, weil das besagt jetzt, wenn ein Punkt in OSM-Daten, wenn du die beiden Einträge findest, lösch diese und ersetze durch natural gleich Halde. So, das heißt aber auch gleichzeitig, mein Name ist weg. Deswegen muss ich dann auch Tag mit Text erweitern, Name gleich Halde Hoppenbruch. So, und dann können wir auch hier sofort, weil ich ja jede Halde einzeln tagge, dementsprechend Halde gleich Hoppenbruch eingeben. Hier haben wir ein kleines Problem. Wenn wir mal bei OSM-Wiki gucken. Jetzt geben wir nochmal ein Natural. Natural, so, Deutsch, welche Werte gibt es? Gibt es denn Halde? Es gibt keine Halde. Also ich habe etwas kreiert, was es gar nicht gibt. Gut, das ist aber nicht schlimm, weil Map Composer in sich ja geschlossen arbeitet. Das heißt aber, ich muss erstmal ein neues Symbol erstellen. Genau, fangen wir damit erstmal an. Ich muss erstmal ein Haldensymbol erstellen. Ich packe das mal hier direkt hier drunter und sage ihm, du heißt Halde. Ganz allgemein, den Namen kann ich wie immer nicht ändern. Hier schreibe ich auch rein Halde. Und jetzt suche ich mir das Symbol aus. Mache das hier vielleicht schön groß. Sagt ihm WM Bergbau mit K geschrieben. Bergwerk mit K geschrieben, Halde. So, jetzt haben wir unseren Halden-Symbol schon mal kreiert. Name Halde, Darstellung Halde. Passt, aktiviert ist es auch. ID interessiert uns jetzt nicht. So, und jetzt gehe ich in die Ersetzung rein und sage ihn,
ich mache einen neuen Eintrag oder, ja, neuen Eintrag ist so eine Sache. Ich nehme einfach einen, den es schon gibt. Overlay geht nicht. Ich nehme jetzt das zum Beispiel. Das brauche ich eh nicht. Ich sage ihm natural gleich Halde. Und als Objekt sollst du natürlich auch die Halde nehmen. Es müsste eigentlich hier irgendwo Halde stehen. Da. Und als Layer nehme ich auch wieder Topo. Da kann man bei den drei Punkten nochmal gucken, weil Topo besagt, dass das Ganze auch einen Namen bekommt. Ne? Weil sonst haben wir keinen Namen. Das wäre ja blöd. Und, ganz wichtig, ich falle jetzt mal drauf rein. Und natürlich aktivieren das Ganze. Und das war's zumindest für die erste Halde. Ich mache sofort einen Testlauf. Genau, speichere hier nochmal ab. Aber zum Testen nehme ich diesmal das Kleingebiet. Aktiviere auch hier das Kleingebiet. Kurz gucken, immer aus. Passt. Da brauchen wir nichts dran verändern. Logfenster an. So, und klicke auf Generieren. Gut, die Fehlermeldungen werden hier schon mal weniger. So, wie versprochen, eine Minute Map Composer ist fertig. Halde Hoppenbruch, habe ich gesagt, ne? Oder welche habe ich nochmal genommen? Halde Hoppenbruch ist hier. Okay, hat nicht funktioniert. Warum auch immer. So, jetzt melde ich mich mal ganz kurz hier aus dem Off. Ja, und zwar habe ich jetzt da gerade einen Fehler eingebaut. Ich habe den Namen Hoppenbruch falsch geschrieben. Ich glaube, ich habe Hoppenbruch oder so geschrieben. Und dann kann natürlich Map Composer den Eintrag nicht finden. Ja, da muss man einfach darauf achten, dass man da keine Tippfehler einbaut in dem Sinne. Dann kann das Ganze nicht funktionieren. Das habe ich jetzt behoben. Ich habe den Namen dann quasi richtig geschrieben. Habe nochmal einen Lauf gestartet. Und jetzt geht das Video an dieser Stelle weiter. Ja, mit dem richtigen Namen, wo der Fehler behoben ist. So, und jetzt kopiere ich mir die neu erstellte GSUB-Map-Datei. Nenne sie um in Zeche mit Halden. Schneide die Geschichte aus. Füge sie im Pfad hinein, wo die anderen Karten auch sind. Also wie gehabt, ist immer das gleiche Szenario. Starte oder lade jetzt nochmal neu. Zeche mit Halden aktivieren und schwupps, habe ich das richtige Symbol. Und das muss ich jetzt für jede einzelne Halde machen. Also eine andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht gefunden, Map Composer beizubringen. Was ist eine Halde? Ich kann dann wirklich nur über natural gleich peak gehen plus den Namen. Weil es gibt auch noch vereinzelt wenige Berge im Ruhrgebiet, wie hier zum Beispiel. Die sollen natürlich jetzt nicht als Halde dargestellt werden, sondern nur das, was auch wirklich eine Halde ist. So, ich kann euch dann noch ganz kurz zeigen, wie das dann aussieht, wenn man alle Halden getaggt hat. Also kann ich euch verraten, dann kommt eine Menge zusammen und es sind noch nicht alle Halden drin. Das fängt hier an bei Halde 19, das ist alphabetisch geordnet, Halde 22. Und hier sind erstmal weitestgehend alle Halden aus dem Ruhrgebiet drin. Auch wenn ich weiß, dass noch einige fehlen, aber die allerwichtigsten sind auf jeden Fall drin. Und jedes Mal im Endeffekt der gleiche Inhalt. Ne? Name Halde, natural gleich Peak, austauschen. Hier habe ich Manmade gewählt. Manmade gleich Halde, Name Halde. Genau, und so geht das im Endeffekt die ganze Zeit durch. Und die Ersetzungsregel besagt dann hier in dem Fall dann auch, Manmade gleich Halde, das passende Symbol. Genau, Manmade Halde gibt es ja in dem Sinne nicht laut OSM Wikipedia, aber wie gesagt, das ist jetzt nur intern die Bezeichnung für den Map Composer, damit er es richtig zuordnet. Und es funktioniert. So schaut's aus. Ja, und das Endresultat kann ich euch dann mal eben in meiner fertigen Karte zeigen. Das deaktivieren wir mal wieder. Ups. Und so sehe dann das fürs ganze Ruhrgebiet aus. Ich habe hier alle Halden eingegeben. Und hier sieht man auch schön, eine Halde, die hat sogar zwei Gipfel, das stimmt auch.
aber ein Hallensymbol reicht. Und die normalen Gipfel oder die normalen Berge oder im Ruhrgebiet sind es eigentlich mehr Hügelchen, die werden ganz normal als mit diesem Peak-Symbol dargestellt. Ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein mit meinem Dreiteiler. Ich denke mal, wenn ich noch weiter das Ganze ein bisschen verfeiner, wird es vielleicht das eine oder andere Video noch geben, aber der Dreiteiler wäre hiermit erstmal beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!